Hallo liebe Radio-Freaks, herzlich willkommen. Es gibt mal wieder ein Technikvideo vom Rasenfreak aus seiner Werkstatt. Ja, und worum geht's? Um den Toro Greens Master. Ja, um mein Supermäher. Ja, da steht ja der Toro Greens Master. Ich habe ihn hier auf Rampen gefahren, weil ich hier einen Hydraulikmotor ausgebaut habe. Denn der Toro Greens Master leckt schon seit Jahren. Ja, ich habe endlich mich an dieses Problem rangetraut. Ich hatte ja hier unter dem Motor hatte ich so eine Plastikschale. Ich kann die noch mal zeigen. Hier so eine ganz gruselige Plastikschale hatte ich jetzt unter den Motor gesetzt, um das immer wieder heraustropfende Hydrauliköl aufzufangen, weil das macht den Rasen sofort kaputt. Ich habe immer gedacht, ich müsste, wenn ich jetzt diesen Motor hier ausbaue und hier an den Wellendichtring ran will, dass ich dann nochmal das Hydrauliköl ablassen muss. Und ich habe mich so davor gescheut, dieses Hydrauliköl nochmal abzulassen. Das ist eine Riesenschweinerei. Also mit einem Eimer runterstellen, dann hat mir einer gesagt, ja, du kannst hier mit Vakuum im Staubsauger, dann läuft hier nicht, das ist hier das Hauptrohr vom Behälter in die Pumpe rein, dann läuft dir da nicht die ganze Hydraulikflüssigkeit weg, wenn du dann mit so einem Unterdruck da oben agierst. Und dann habe ich hier sehr, sehr lange davor gestanden und habe mir überlegt, Menschenskinders, versuch doch mal einfach nur die Hydraulikpumpe vom Motor zu trennen und dann nach hinten zu ziehen, also einfach nur so wegzudrehen und die Schläuche dran zu lassen. Und das hat funktioniert. Das hat tatsächlich funktioniert. Ich habe jetzt heute haben wir den, oh, keine Ahnung, immer diese blöden Datumsangaben. Ich guck nach. Heute haben wir den 22. Februar, also genau heute, ist der neue Wellendichtring von Toro bekommen. Also diese Preise, diese Ersatzteilpreise sind unverschämt. Der Wellendichtring ungefähr 35 Euro. Ein so ein blöder, ich zeige ihn mal. So, das ist hier, ich weiß nicht, ob er es scharf stellt. Das ist der Wellendichtring, ein ganz schnöder Wellendichtring. Also ist jetzt wirklich nichts Besonderes. Was kostet so ein Wellendichtring? 2-3 Euro, vielleicht 5 Euro. Wenn es hochkommt, na egal. So, der muss jetzt da rein. Ja, und für diejenigen, die vielleicht selber so einen Toro Greens Master 3250D zu Hause haben, den erkläre ich auch jetzt gleich nochmal, wie ich das eigentlich hier gemacht habe, was man tun muss, um diese Pumpe hier rauszuziehen. Und da kommt jemand. Ja, wie baut man jetzt tatsächlich diese Pumpe hier aus? Hier sitzt der Austupftopf. Das war eigentlich eine super Idee. Das ist, der hängt mit zwei Schrauben an dieser Metallplatte hier und hier mit zwei Schrauben mit der Schelle hier an dem Rohr dran. Den habe ich als allererstes abgeschraubt und dann hatte ich hier schon mal ganz viel Freiraum. Und dann muss man tatsächlich erstmal hier solche Streben, die hier unter der Pumpe sitzen, solche Streben hier abschrauben, die hier an zwei langen Schrauben dran sind. Hier sind fette Schrauben drin. Die muss man lösen. Und dann muss man hier ist das Schwungbrett vom Motor, muss man hier hinten an diesen Flansch ran und zwei ziemlich ungewöhnliche, was sind das, Fixierschrauben lösen. Die haben nämlich so einen Vierkantkopf. Und da habe ich ja lange überlegt, wie ich das hinkriege. Da habe ich mir dann tatsächlich interessanterweise hier so einen Adapter genommen für so Bits, um Bits zu montieren. Und diese Schraube, die passt interessanterweise genau hier, das ist nämlich so, glaube ich, ein 8er Kopf, genau hier in den Vierkant rein. Und von der anderen Seite passt erstaunlicherweise genau hier in die Bitaufnahme ein, was ist das hier? Weiß ich nicht, 6er oder so. Imbusschlüssel rein und mit dieser Kombination konnte ich dann diese Schraube hier, zwei Schrauben lösen und dann hatte ich unheimliche Angst,
dass ich hier diese Welle nicht aus dieser Narbe herausziehen kann, weil hier so eine Passfeder drin. Hier sieht man auch, ne, hier so eine Passfeder, die sitzt hier drin. Oh, ich stoße mich ja dauernd an dieser scharfen Kante. Ich muss da mal was rüber machen. Da habe ich wieder einen blutigen Kopf. So, diese Passfeder. Und in der Bedienungsanleitung von Toro steht auch, dass man diese Welle mit Antikorrid. Guck mal, da läuft das Öl. Siehst du? Hier ist tropft das Öl. Dass man diese Welle mit Antikorrid einschmieren soll. Und das hat tatsächlich auch jemand gemacht. Also man löst dann hier diese beiden Schrauben hier vom Flansch. Und kann dann den Motor tatsächlich zurückziehen. Ich musste ganz bisschen hebeln mit so einem Schraubendreher bzw. einem Kuhfuß. Aber dann rutschte tatsächlich diese Welle aus der Narbe hier raus. Und ich hatte den Motor getrennt. Und dann konnte ich halt hier den Motor ja wirklich ein ganzes Stück zurückziehen. Und jetzt, tja, jetzt muss ich da ran und den Wellendichtring aus dem Sitz rausziehen. Und das seht ihr jetzt live. Okay, ja. Ach, wie gesagt, dann ist hier noch eine Feder, die muss man hier auch von der Platte lösen. Die hängt hier an so einem Halter dran. Am einfachsten schraubt man den Halter hier ab. Das war tatsächlich viel, viel einfacher, als ich dann doch gedacht habe. Jetzt kommt die große Frage, kriege ich einen Wellendichtring raus? Könnte man jetzt mit dem Schraubendreher raushebeln? Ganz vorsichtig, das kann ich erstmal versuchen. Achso, nee, erstmal brauche ich ein entsprechendes Werkzeug, um den Wellendichtring wieder sauber aufzuschlagen, also reinzuschlagen. So, ich muss mir jetzt eine Einschlaghülse drehen, die ich verwenden kann, um dann diesen Wellendichtring wirklich sauber in den Sitz zu schlagen. Oh, was ist das hier? Die Edelstahlröhrchen. Jetzt muss ich innen drin erstmal ein großes Loch bohren. Größer als die Welle, die jetzt aus der Pumpe rauskommt. Ich brauche jetzt ganz quick and dirty. Das ist ja nur Kunststoff. Das ist das Schöne. Huch. Ach so. Lag ein Werkzeug zwischen. Ups, durch. So, wunderbar. Gehen wir gleich mit 10 rein. Zack. So, durch. Schmilz. So, was haben wir jetzt noch? Jetzt muss ich schon meine dicken Bohrer nehmen. Ich messe mal kurz die Welle, was die für einen Durchmesser hat. Oha, 22. 22, habe ich einen 24er, habe ich einen großen 24er Bohrer. Das weiß ich nicht. Das ist jetzt 19,75. Der passt noch rein, das ist gut. Okay. Boah, jetzt ziehe ich ihn doch mal lieber fest hier. 19,75. Ja, das ist ein Bohrer, um so ein 20er Loch vorzubohren. Um es dann mit einer Reibahle auf 20 genau aufzureiben. Jetzt nicht so weit durch, sonst haue ich entgegen. Ich durch. Checken wir nochmal. Nicht ganz. Ups. Ah, Werkzeug. Durch, vorsichtig, weil ich dahinter gleich das Spannfutter habe. Ja, so sieht's aus.
So, schöner, warmer Span. Ja, ich glaube, 20 ist Schluss bei meinen Bohrern. Na gut, da muss ich ihn jetzt aufdrehen. Den Rest noch rausdrehen. Also ich muss jetzt diesen Meißel so ausrichten, dass er genau mittig sitzt. Dafür nehme ich normalerweise hier meine Zentrierspitze. Ne, nicht die, sondern die. So, und drehen wir mal zurück. So, und damit kann ich jetzt genau gucken, bin ich mittig und, nee, da fehlt nämlich was. Da muss man also kleine Blechplatten nehmen und die man einfach zwischensetzt. Unterlegt natürlich, nicht zwischen unterlegt. Ja, oder zwischensetzen. Gut, da will ich schneiden. So, wie sieht das jetzt aus? Immer noch ein bisschen tief. Ich habe doch noch eine dickere, die da, genau. So, und damit richte ich jetzt hier meinen Meißel aus. Wenn er reingeht, ja. Dass er genau auf die Spitze, ja, das ist gut. Jetzt kann ich ihn auch ganz leicht hier. So, gut. Gut. So, und damit kann ich jetzt ihn weiter aufdrehen. Anhalten, dann erst anfassen. Durch. Boah. Geil. So, jetzt messen wir mal ganz quick and dirty, was der jetzt hat für einen Durchmesser innen. Also wollte ich mindestens haben, mindestens 22. Ja, das hat er jetzt. Das hat er 24. Das ist gut. Und damit kann ich jetzt diesen Wellendichtring ganz sauber in den Sitz schlagen. Hervorragend. Hat ein bisschen, ist ein bisschen kleiner als der Durchmesser. Jetzt werde ich ihn noch ein ganz bisschen anfasen. Dass er eine kleine Phase kriegt. Kleine scharfe Kante habe. Außen. Ja, ein bisschen. Und ziehe ich nochmal ganz vorsichtig über, wenn ich irgendeinen so Grat habe, den mir noch am Ende den Wellendichtrichen kaputt macht. Ah, das sieht doch schön rund aus. Sehr schön. So, jetzt spanne ich ihn aus. Bob. So, jetzt werde ich die andere Seite noch mal kurz überdrehen. Dann nehme ich noch ein anderes Werkzeug, damit wir auch eine saubere Fläche zum Schlagen haben. Genau. Fertig. Schöne konzentrische Fläche zum Schlagen. Und damit ist die Einschlaghülse fertig. Und die sitzt halt jetzt hier. Genau. Bisschen kleiner als der Durchmesser vom Sitz.
sitzt die hier wunderbar, um den Ring reinzuschlagen. Und ist lang genug, dass ich natürlich nicht auf die Welle haue. So, das ist jetzt hier die Hülse. Und die passt hier genau rüber und die schließt jetzt bündig hier mit dem mit der Welle ab. Also wenn ich weiter, darf ich nicht reinschlagen. Und ich habe auch nicht viel Platz zum Reinschlagen. Und jetzt würge ich den Motor noch ein bisschen weiter rum und muss jetzt hier einen Stock. Nee. Oh, das ist natürlich echt ein bisschen brutal. Komm, da muss er hin. So. Der sitzt noch ein bisschen weg. Ich da auch arbeiten kann. Jetzt habe ich den maximal nach hinten gezwängt. In der Hoffnung, dass ich hier die Hydraulikleitung nicht irgendwie lösen und abreißen. So, jetzt muss ich. Ich hoffe, ihr seht das jetzt. Ich gehe noch mal ein bisschen rum. Der kann natürlich richtig, richtig, richtig festgegammelt sein. Oha, ich finde das übel zu laufen. Shitty. Shitty, 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 jetzt geht's los. Wieso komme ich dann mit dem Haken da nicht ran? Oh, das läuft hier alles. Ja, sonst gibt es nur noch Plan B. Ich muss einfach da mal hinterkommen. Komm, ich muss... Jetzt habe ich ihn. Schraubendreher. Fetter Schraubendreher. So. Komm, bitte, komm raus. Ah, nee. Komm bitte raus. Ja, ist nix. Der muss raus. Ja, der ist natürlich richtig festgegammelt. Ja, ich merke ihn doch schon. Da! Hab ihn! Ja! Ihr habt es nicht gesehen, ich weiß. Egal. Ich hab ihn! Ich hab ihn raus. Okay, gar nicht lange fackeln. Einmal nochmal abwischen. Den Sitz nochmal sauber machen. Und gleich den neuen Wellendichtring reinhauen. So, keine Scheibe mit rausgefallen. Aufpassen. Nö. Wie sieht das der Sitz aus? Ist mir jetzt egal. Das soll ja natürlich außen nicht ölig sein, aber das kann ich ja kaum verhindern. So, was sollen wir machen? Das war alles, Leute. Das war's. Ohne lange zu fackeln. Jetzt kommt der Sicherungsring wieder rein. Ich glaub's ja nicht. Ich hoffe ja nur, ich habe da jetzt nicht irgendwas, aber ich habe nichts am Sitz kaputt gemacht. Hör auf zu laufen, du machst mir Angst. Das war jetzt ein bisschen zu einfach, ne? Ja. Zack. Mal hier ein bisschen sauber machen da unter. So, das weg hier. Jetzt schmieren wir. Alles mit dieser Anti-Size.
Paste ein. Natürlich nicht so dick. Die ganze Welle. Genauso schreibt das Toro vor. Damit hier nichts korrodiert. So. Gut. Jetzt kommt hier die Passfeder wieder drauf. Gut. Die kann man noch ein bisschen einäumeln. Besser ist das. Die soll ja auch nicht rosten. Natürlich nicht irgendwelche Haare. So, und jetzt kann ich den Motor tatsächlich schon wieder reinstecken. Wenn es mir gelingt. Das ist natürlich alles ein bisschen verformt. So. Perfekt. Schöne Platte unter. Muss man die Schrauben setzen. So. Eine Schraube. Ah, komm, der zieht. Kannst du das nicht sehen? Nee. Das kommt nur im Laufe der Zeit. Aber jetzt weiß ich ja, wie es geht. Jetzt geht das doppelt so schnell. So. Ah, jetzt richtig schön festziehen. Gut. Das reicht. So, richtig schön festziehen. Ja, super. So, das war schon das Schlimmste. So, die sind alle noch dicht. Nicht geöffnet. Jetzt können wir schon die beiden Halter wieder anschrauben. Oh. An der Seite geht's vielleicht besser. Na. Au! Ah, shit. Ah. Ah, Schmerz hat nach. Ah. So. Gut, fest. Blut? Nee. So, jetzt muss ich hier noch diese Feder für die Steuerung der Pumpe wieder reinsetzen. So, fertig. Feder sitzt wieder. So, jetzt hätte ich beinahe gesagt, lass mal den Motor an, aber das geht ja noch nicht, weil der Auspuff noch wieder ran muss. Jetzt starten wir, lassen ihn ein bisschen laufen, damit sich diese Motorwelle zum Motor konzentriert und dann setzen wir hier diese wieder rein mit Loctite und dann ist gut. Sehr gut. So, letzter Act. Diese beiden Sicherungsschrauben wieder reinschrauben, mit Loctite sichern. Jetzt hoffe ich mal. Natürlich nicht. Jetzt hoffe ich mal, dass ich den Motor ein bisschen drehen kann. Eine habe ich schon. Komm. Eine habe ich. Gut. So, komme ich da ran? Das sieht gut aus. Passt. Ihr seht mich nicht, aber ich krieg's. Aua. Genau, das Werkzeug ins Gesicht gefallen. So muss es sein. So, 7, 8, 9.
Gut. Waren genau 9 Newtonmeter. Ganz bestimmt. Da sabbert schön das Lokteil entlang. 7, 8, 9. Fertig. Fest. Schnurrt wie ein Kätzchen. Jetzt fahre ich von den Rappen runter. Einfach gerade vor. Hört sich gut an. Hört sich alles gut an. Jetzt lege ich noch die Platte noch mal wieder unter. Einfach hier noch mal jetzt was unter. Und dann sehe ich ja morgen früh, ob da sich irgendein Tropfen bildet. Und wenn nicht, bin ich fertig. Nee, ne? Ach, nicht, dass der Motorausgang jetzt auch undicht ist. Aua, schon wieder gestoßen. Ach, das darf nicht wahr sein. Zum tausendsten Mal. Aber wieso ist denn jetzt hier Öl? Das muss ich beobachten. Hier ist nichts, aber hier. Aber es hat nichts runtergetropft. Also die Hydraulik scheint dicht zu sein. Es war ja immer rot. Aber jetzt sehe ich da so ein bisschen. Oder ist das nicht rot? Nee, das ist nicht rot. Ich hole nochmal ein Tuch. Quasi nur platt. So ein Mist, ey. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Wo bist du? So ein Mist. Es tropft richtig raus. Ja, da ist die Welle. Da hat die Welle eine tiefe Furche. Das habe ich nicht gesehen. Ich konnte das nicht richtig sehen.
Scheiße. Ich hab ein Tuch. Oh, das kann doch nicht sein, ey. Noch mehr Schraubervideos. Oh nee, Schatz, das ist nicht lustig. Kleid. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht. Da lief schon wieder die Fahne runter. Aber warum? Da muss ich jetzt doch den Motor komplett ausbauen und mir genau die Welle angucken. Wahrscheinlich hat die eine tiefe Furche. Der hat jetzt ja schon fast 5000 Betriebsstunden. Und so ein Wellendichtring, der arbeitet sich tatsächlich in so eine Welle ein. Aber das kann ich so nicht lassen. Der muss dicht werden. Mhm.